Moin moin und willkommen zurück zu Marsupilami Hood Adventure. Heute in dem Spiel Nächtliche Verfolgung. Es scheint wieder, ja, ein Boss-Level zu sein. Wobei, Boss-Level gibt es in dem Spiel ja scheinbar nicht. Also, wir haben spanische Musik und folgen diesem Geist. Den wir eigentlich schon letztes Mal besiegt haben, aber... Ja, er ist ein untoter Geist. Ich denke, wir sollten hier nicht zu viel Wert in die Story legen, dieses wunderschönen Spiels. Aber die Federn will ich haben. Und die, wenn möglich, beim ersten Versuch. Na gut, wie willst du hier grob irgendwas verstecken? Das ist ja schon von der Level-Architektur fast unmöglich. Aber die Musik ist wirklich extrem gut. Aber gut, ich mag eh so Gitarren. Ja, wie nennt man das? So diese Musikart mag ich ganz gerne. Achso, das sind die, wo ich einmal drauf hüpfe. Guck mal, ich habe das gar nicht realisiert. Trotzdem sterbe ich nicht. Nice. Also, wirklich. Musikalisch muss ich dieses Spiel auf keinen Fall vor Donkey Kong Country und anderen Spielen verstecken. Hui, es macht einfach Spaß. Es ist schön, es ist toll. Es ist der Anton aus Tirol. Nein, es ist zum Glück nicht. Aber oh, da habe ich mich eigentlich... Oh Gott, das wird ein Treffer. Oh, ich bin so dumm. Gab es wenigstens einen Checkpoint? Das war jetzt unnötig. Ja, es gab einen. Okay. Es gab einen Checkpoint und Barry hat eine Feder. Die Frage ist, wo werden wir die zweite Feder finden? Die Antwort. Heute bei Galileo Mystery. Habe ich jetzt nicht so ganz verstanden, wie man da ohne Treffer durch soll, aber ist auch egal. So, Feder Nummer 2. Ich möchte dich haben. Zur Beruhigung meiner Nerven. Da ist sie. Nice. Aber auch noch die dritte und dann haben wir es doch eigentlich. Wie viel Leben habe ich? Genug. Hup. Hm, wie nennen wir das Spiel? Scheiße. Hm, er sagt immer Hup. Vielleicht nennen wir es Hup Adventure. Das wäre ziemlich einfallslos, aber mir fällt kein anderer Name ein. Okay, wir nennen es Hup Adventure. Ja, gut, wie willst du so ein Spiel sonst nennen? Ich meine, das muss man Supilami im Titel haben, ist logisch. Aber. Besser als Tiki Toka im Dingsbumsland, was man sich nicht merken konnte. So, hier war doch eben irgendwo schon die dritte, ne? Ja. Easy peasy lemon squeezy. Ich glaube, wenn ich wirklich mehr Wert drauf legen würde, hier alles einzusammeln, hätte ich auch schon 100 Leben. Okay. Da lasse ich mich notfalls einfach treffen. Habe ja noch 2 Leben. Ich denke mal, das war's, ne? Hier noch durchschießen und bam. Ins Gesicht. Treffer, nice. Und wir haben einen grünen Kristall. Ich weiß gar nicht mehr, was wir nach der ersten Welt überhaupt bekommen haben. Wahrscheinlich einen roten oder einen gelben. Ich habe doch keine Ahnung. Du glaubst, du kannst mich aufhalten als Erfolg. Ja. Letzte Welt. Die wird chinesisch angehaucht. Die erinnert mich ein bisschen an Crash 4. So vom Style. So, wir holen hier erstmal die Zeit und dann... Ja, keine Ahnung. Schauen wir uns die dritte Welt noch an. Was sagt denn die Uhrzeit? Die Uhrzeit sagt, du könntest das heute durchziehen, wenn du ein bisschen überziehst vom Stream her. Oder du entspannst dich einfach und machst es im nächsten Stream ganz chillig alles. Wobei, da gucke ich gleich mal in den Kalender. Weil die Frage ist ja auch, wenn ich jetzt, wenn nächstes Wochenende, wenn ich da nicht da sein sollte oder so, dann irgendwie 3 Wochen Pause und dann ist man komplett bei dem Spiel raus. Das würde ich auch ein bisschen doof irgendwie finden, aber mein Gott. Notfalls ist es einfach so. Aber auch wenn das Spiel immer noch einen wirklich
sehr humanen, teils einfachen Schwierigkeitsgrad hat. Insgesamt sogar einfach, würde ich sagen. Man merkt doch, dass es jetzt ein bisschen anzieht. Hab ich, glaube ich, auch schon öfters gesagt. Ah, das passt. Das ist auch okay. Aber selbst wenn man jetzt irgendwie jünger ist und nicht so geübt in Videospielen, hat man hier eigentlich genug Leben oder Möglichkeiten, sich Leben zu holen. Weil ich sammle ja noch nicht mal alles ein, also... Man könnte hier, wenn man das einsammelt, bestimmt noch viel mehr Leben holen. Oder wenn man sich nicht ganz so dumm anstellt an der einen oder anderen Stelle wie ich. 4-5 Tode waren bestimmt einfach nur aufgrund meiner Inkompetenz. Naja. Wir haben uns ja im letzten Part so ein bisschen über Speedruns erzählt und warum ich die gerne gucke und nicht selber gerne spiele. Es gibt ja noch so eine Gaming-Herausforderung, sag ich mal. Das sind irgendwie so... Ja, sowas wie Nuzlocks oder dass man nicht sterben darf in dem Spiel. Sowas finde ich eigentlich ganz cool. Weil da die Spannung immer relativ hoch ist, gucke ich mir auch gerne an. Gibt es nur relativ selten so No-Death-Runs von irgendwelchen Spielen. Habe ich ja sogar auch teilweise schon mal aufgenommen. Mir fällt jetzt spontan allerdings nur die Pokémon Schwert und Schild Wonderlock Challenge ein. Wo es ja... Ja, ich will nicht spoilern, aber... Es ist knapp gewesen. Und sowas macht mir halt auch Spaß, weil man dann so ein bisschen nicht nur auf Tempo ankommt, sondern auch auf so ein bisschen Nachdenken und sowas, ne? Und das finde ich dann immer ganz cool. So. Wir haben einen Erfolg bekommen. Nächtliche Verfolgung, Meister. Ja, wahrscheinlich kriegen wir hier sogar Platin, ne? Nein. Aber das ist auch so eine Sache, wo wir jetzt bei Spielherausforderungen und sowas sind, so Trophäen und sowas interessiert mich wirklich überhaupt nicht. 0,0. Ich meine, klar, irgendwie freut es mich, wenn da irgendwas aufpoppt. Das gibt einem ja so ein cooles Gefühl und so auch Freude. Würde ich jetzt lügen, wenn das nicht so wäre. Aber ich würde mich jetzt niemals hinstellen und keine Ahnung. Ich habe mir das mal irgendwann mal, ich glaube, bei Uncharted überlegt zu machen. Dann hieß dann, töte 500 Gegner mit der Shotgun, töte 500 Gegner mit der Pistole. Und ich dachte mir so, bleh. Das sind ja Achievements, die einfach nur so auf Ausdauer aus sind und nicht auf Skill oder Überlegen. Einfach nur so stumpf und sowas mag ich halt überhaupt nicht. Okay. Die kann ich garantiert nicht töten, die Frösche. Ich will es auch nicht ausprobieren. Aber hier kann natürlich überall irgendwas versteckt sein, Igitt. Hier muss ich mich auf jeden Fall gut umgucken. Widerlich. Klar, dass das passiert, oder? Hä? Ich falle da auch noch in die Lücke. Okay. Ich glaube, mit den 100 Leben am Ende des Spiels wird es doch nichts. Diese kleine Mini-Challenge, die ich mir selber gesetzt habe. Wenn ich jetzt krankhaft alles einsammeln würde, würde ich es vielleicht schaffen, aber... Hä? Wie soll man da denn hinkommen? Bin ich jetzt doof? Bin ich doof? Hä? Springe ich zu früh ab oder was ist mein Problem? Ja, das ist mein Problem. Offensichtlich. Offensichtlich ist das ihr Problem. Okay, wie komme ich da hin? Ich muss einfach zurück. Hier ist eine dunkle Wand. Ist da irgendwas? Nö. Okay. Ja, die erste Feder. Easy as fuck. Schauen wir doch mal, was wir sonst noch hier so wunderschöne... Ich denke mal, ich habe immer so Angst, dass Sachen hier gut versteckt sind, aber das ist, glaube ich, einfach so anderen Spielen geschuldet. Die Verstecke hier, also ich klär das eben, also in dem Part davor war jetzt nicht so einfach. Was ist jetzt hier zum Beispiel? Da ist so lila Nebel. Kann ich da rein oder was heißt das? Okay. Aber auch kein Versteck. Okay, ich kriege, erzeuge Licht, wenn ich eine Stampfattacke mache. Was irgendwie keinen Sinn ergibt, aber wir hinterfragen das mal nicht, ne? Ich könnte mir vorstellen, dass es hier irgendwo nach oben weitergeht. Das sieht so ein bisschen aus, als würde es... Hier nach oben gehen? Nee,
tut es nicht. Okay. Aber hier ist irgendwas. Da ist auch eine Feder. Muss ich einfach? Ja. Okay. Nice. Zweite geschafft. Perfekt. Damit ist auch die Frage geklärt, final, ob die Frösche uns schaden, wenn wir sie berühren. Ja. Ach, das hätte man sich auch eigentlich denken können, ne? Ja, trotzdem bei dem Level, na, da könnte was fies versteckt sein. Aber andererseits, vielleicht denken die sich auch, okay, scheiße, ich glaube, da links war was, oder? Kann ich nochmal zurück? Nee. Also da habe ich gerade eventuell was verpasst. Vielleicht denken die Entwickler sich auch, okay, ja, es ist ein Kinderspiel. Vielleicht, wenn es dunkel ist. Sollte ich jetzt nicht zu schwer machen? Und haben wir das Geheimnis. Perfekt. Ach du Scheiße. Ach so. Ah, okay, doch nicht scheiße. Ich nehme alles zurück. Ich dachte, ich darf die nicht berühren, diese roten Dinger. Dabei darf ich nur den Boden nicht berühren. Na dann. Ist das ja gar nicht so schwierig. Sollte man zumindest meinen. So, perfekt. Ticket geholt. Neues Ticket am Start. Wie viele Federn brauchen wir noch? Ich glaube 3, oder? Wenn ich aufgepasst habe, ja. Okay, wo sind wir denn jetzt überhaupt? So, hier ist nichts. Jetzt ist die Frage, wo wir noch irgendwelche Federn kriegen könnten. Also bei Donkey Kong würde ich jetzt hier auch überall runterspringen. Aber wir haben ja in dem Spiel gelernt, dass Runterspringen eigentlich immer falsch ist. Also, dass da nichts versteckt ist. Okay. Da oben wird hundertprozentig irgendwas sein. Oder auch nicht. Okay. Hätte ich jetzt meinen Hintern drauf verwettet. Zum Glück habe ich es nicht gemacht. Dann habe ich meinen Hintern noch. Geil. Aber auch hier wieder coole Musik. Passend zum düsteren Ende. Komme ich da ohne diesen Sprung hin? Ich glaube nicht. Da ist die nächste Feder. Nice. Oh, ich bin so dumm. Oh. Vor allem, ich schaffe den, in Anführungszeichen, schwereren. Also, es war jetzt auch nicht so mega schwer. Den Sprung, der ein bisschen schwerer ist, schaffe ich. Und danach der ganz einfache Sprung. Drück mich einfach mal um. Das ist so dumm. Egal. Was war das? Okay, ich habe nicht mal realisiert, was hier gerade abging. Okay, ein goldener Vogel. Ja. Da unten war nichts, oder? Da war ich eben, glaube ich. Ja, ja, immer dieses dämliche Anstellen, ne? Man muss aber dem Spiel auch wirklich gut halten, dass hier zu diesem vielen Leben und wenig Herausforderungen, dass diese Plattformen auch immer extrem gut platziert sind und fair. Also wirklich schön, auch dass es jeder wirklich schaffen kann. Außer ich, weil ich mich dumm anstelle. Ja, aber die 99-Leben-Challenge, in Anführungszeichen Challenge, es ist ja nicht wirklich eine. Die werde ich nicht bestehen. Ich werde wahrscheinlich so 85 Leben am Ende haben oder 90, aber keine 100. Aber das ist okay. Das kann ich verkraften. Von dem lasse ich mich jetzt einfach mal treffen. Das ist mir vollkommen egal. Okay. Es werde Licht. Ich will Licht haben. So kann ich doch niemals Geheimnisse finden. Hier wird auch nichts sein, aber ich will trotzdem einmal... Okay. Zumindest gucken, ob da nicht doch irgendwas ist. Wow, das ist ja gut versteckt. Das ist ja hervorragend versteckt. Wo mag hier bloß die nächste Feder sein? Ja gut, da muss ich erstmal durchkommen. Ah, wisst ihr was? Ich lasse mich einfach treffen. Das ist mir sowas von... Oh, scheiße, ich muss ja nochmal durch. Ah! Ja, die scheinen sich nicht nur so einzelne Elemente von Donkey Kong oder so abgeguckt zu haben, sondern wirklich sogar teilweise ganze Level. Ich meine,
Das mit diesen Feuerdingern, da erinnere ich mich wirklich an ein sehr schreckliches Level in Donkey Kong. Wo ich am Ende ausgerastet bin. Gibt's auch, meine ich. Doch, ja, gibt's als Let's Play bei uns. Schon etwas älter. Die Sicht wird immer kleiner. Es würde mich nicht wundern, wenn hier wenigstens eine richtig eklig versteckt ist. Na gut, das Level ist auch so aufgebaut, dass du hier eigentlich nirgendwo wirklich was verstecken kannst, ne? Wie viele? Eine fehlt noch, okay. Wo willst du hier groß was verstecken? Runterspringen gibt's in dem Spiel hier zwar, aber da ist nie was. Wahrscheinlich hier noch irgendwo. Oh mein Gott, wir werden sterben! Wir werden von einer Feuerkugel verfolgt, die mir maximal einen HP abziehen kann und ich habe drei. Und ich bin tot, weil ich dumm bin. Nee, doch nicht. Save des Tages. Ich bin doch tot. Okay. Hätte ich mich mal nicht über diese Feuerkugel lustig gemacht. Ich glaube, dann hätte ich überlebt, aber so habe ich jetzt auch nicht anders verdient. Ich glaube, darauf können wir uns einigen. So, wo bin ich eben gestorben? Hier, ne? Wie konnte ich da sterben? Wie konnte ich das sterben? Oh Gott, jetzt müssen wir das ja noch mit Zeit spielen. Ja gut, das wird wahrscheinlich ein bisschen... Ja, ich will nicht sagen schwer, aber... Random wahrscheinlich einfach. Ich wollte gerade sagen, das Geheimnis habe ich doch. Ich habe gerade einen kleinen Schock bekommen, weil das Geheimnis so spät eingeblendet wurde. Eieiei. Huber! Ja, apropos Huber, wir machen jetzt die Zeit. Ich weiß nicht. Da wird wahrscheinlich eher so ein bisschen wieder dieses... Ja, ich will da schnell durch, aber ich werde 100.000 dämliche Treffer abkriegen. Aber naja. War das Level nicht dunkel? Ich bin gerade ein bisschen irritiert. Habe ich das richtige Level ausgewählt? Ich kann mich nicht mehr an den Anfang des Levels erinnern. Ich bin ganz ehrlich zu euch. Okay. Ja, nichts sehen können. Gut, den Treffer hätte ich vermeiden können. Ja, ich weiß. Ja, schauen wir mal, ne? Ich meine, die Zeiten hier zu holen ist jetzt ja auch nicht so die unfassbar schwierige Herausforderung, wenn man mal ganz ehrlich ist. Auch wenn ich mich immer wieder doof anstelle. Aber das steht halt so im Drehplan, ne? Oh Gott. Nicht sehen und schnell sein. Hm? Etwas Gefährliches. So, nächster Checkpoint. Achso, da war hier das. Okay, das Level ist doch relativ kurz. Aber gut, ich bin ein paar Mal gestorben, glaube ich, ne? Dumm. Zumindest ein, zwei Mal. Wo bin ich jetzt? Oh nein! Ah. Ja, ich bin doof gestorben, ein, zwei Mal. Dreimal. Hat mir Zeit gemacht, Zeit gegeben, als ich Sachen gesucht habe. Von daher... Passt das schon? Das ist auch eine eklige Stelle. Nicht, weil da dieses Feuer ist und man da ausweichen muss, sondern diese Lücke, dass man da nicht hängen bleibt. So, wir lassen uns Zeit. Wir müssen uns ja nicht beeilen, obwohl es Speedrun ist. So komisch das auch klingt. Das entspricht ja der Wahrheit. Ach, ich hatte noch drei Leben. Ah, ja, von Strafe. Da haben sie wieder eine halbe Sekunde verloren. Wie können sie nur... Wie können sie nur... Ja, entspann dich. Entspann dich. Ich sehe die Plattform, aber ich habe irgendwie ein bisschen zu viel Respekt vor diesem Frosch, der mich eh nicht töten kann. So, nächster Checkpoint. Daran kann ich mich nicht mal mehr erinnern. Doch, dachte, was heißt noch? An diese paar Frösche hier erinnere ich mich noch. So, einfach durch, wenn selbst wenn ich getroffen werde, scheiß was drauf. Okay. Gleich kommt doch diese Kugel und dann war das Level, glaube ich, vorbei, ne? Zumindest, wenn ich mich recht erinnere.
Gehe ich rechte Annahme, widerliche Kugel, dass sie jetzt kommen, um mich zu töten? Ich glaube ja. Es war klar, dass das passiert. Oh, ey, das gibt's doch nicht. Ich glaube, ich schaffe nicht mal die Zeit, weil ich jetzt wieder so dumm gestorben bin. Es gibt... Okay. Aber diese eine Lücke ist aber auch fies. Das muss man mir zugute halten. Oh Gott. Es wird hier doch knapper, als ich mir gedacht habe. Ich glaube, jetzt ist Level vorbei, ne? Ja, das wird vielleicht sogar eine bronzene Zeit. Denke ich mal, oder? Auf jeden Fall richtig schlecht. Richtig hart reingeschissen. Ich glaube, es ist Bronze oder ist das Gold? Keine Ahnung. Ist mir auch egal. Ja, gut. Würde ich sagen, wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Beim nächsten Part. Bis denn, macht's gut. Und ciao.